Hi, mein Name ist Jake. Ich bin Schriftsteller. Herzlich willkommen in meinem Kopf. Hier drin bestimme ich, was passiert. Und wie alt ich bin. Denn eigentlich bin ich schon 49, aber hier drin fühle ich mich wie Mitte 20. Und hier kann ich sprechen, mit wem ich will. Wenn ich zum Beispiel Hilfe brauche, spreche ich mit meiner Schwester Karen. Ich hasse es, hier zu sein. Und was sind das überhaupt für hässliche Schuhe, die ich da anhabe? Auch schön, dich zu sehen, Karen. Und wenn ich einmal viel Hilfe brauche, dann rufe ich meine Analytikerin Edith. Jake, es ist 4 Uhr nachts. Und egal, was Sie mich fragen, Sie sind selbst schuld. Ich kann meine zweite Frau sehen. Oder meine Tochter. Ob als Kind oder als Erwachsene. Du bist der beste und wunderbarste Mensch, den es gibt. Ah, hier sagen Sie immer so schöne Sachen. Und ich kann meine erste Frau sehen. Obwohl, nee, darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. Hi, Jake. Hi, Julie. Es gibt kaum einen Tag in meinem Leben, an dem ich nicht an dich denke. Ich... Jake? An welche andere Frau denkst du denn die ganze Zeit? Das Problem ist, dass ich bei dem Ganzen die Realität total vergesse. Sheila! Sheila, bleib mal kurz hier, bitte. Sheila!